Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mario Galaxy. Und ja, Mario, ich verstehe dich, nach der langen Pause würde ich auch versuchen, hier zu schlafen. Ja. So, ja, Leute, nach 50 Milliarden Jahren geht's dann auch mal wieder endlich weiter mit diesem wunderbaren Spiel hier, Mario Galaxy, Super Mario Galaxy oder generell mit Let's Plays auf meinem Kanal. Es gab in letzter Zeit echt ziemlich viel zeitlichen Stress, deswegen gab es keine Videos, deswegen bla 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 und so weiter und so fort. Ja, wir haben die Zahl des Teufels an Sternteilen, das war alles geplant so, hier so. Ja, Moment, Leute. Super. Okay, so, einmal kurz bequem hingesetzt. Ja, Leute, nochmal echt Entschuldigung, dass so lange Zeit nichts kam und ich habe einfach einen Sternteil weggeschossen. Okay, wo müssen wir hin? Zu Bowser. Da fehlt noch ein Komet und der ist gerade nicht da, deswegen gehen wir zu Bowser's Sternfabrik. Sternfabrik. So, ja. Nach 5 Milliarden Jahren geht es dann auch endlich mal wieder weiter hier auf diesem Kanal. Es tut mir echt leid, dass da nichts kam. Es gab auch noch ein Entschuldigungsvideo dafür. Für alle, die es interessiert, die können sich das anschauen. So, Kampf in Bowser's Festung. Okay, ich muss echt sagen, ich habe in der Zeit, in der ich nichts hochgeladen habe, wirklich auch gar nichts getockt. Wirklich nicht mal so privat und so. Das ist echt schlimm. Und deswegen entschuldigt meine schlechte falls ich hier jetzt so richtig schlecht spielen sollte, meine schlechte Spielweise. Wenn nicht, dann wird die wahrscheinlich so schlecht sein wie sonst auch. Okay. So, da gehen wir drunter und sterben. Okay, das fängt ja schon mal super an. So, ja, hey, was soll denn das? Weg da. Ich würde gern auf diesen Tür drauf. Das bringt mir nichts. Wir springen nicht, sonst fliegen wir wahrscheinlich in dieses schwarze Loch. Okay. So, Schwerkraft kurz geändert. Weiter geht's, weil hier wollen wir noch nicht. Doch, hier wollen wir runter. Hier wollen wir runter, okay. Aha. Komme ich da hoch? Oh, ich habe da noch was in Erinnerung. Von wegen. Oh, wow. Ja, wow. Wow. Mist, ich wollte eigentlich auf den Thwomp, aber ja. Schlecht. Gut, dann wollen wir das nicht. Dann wollen wir halt nicht da hoch. Okay, ja, tut mir leid, Leute. Ich muss erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Wieso verreckt man denn direkt, wenn man unter die kommt? Das verstehe ich jetzt echt gar nicht. Okay, und ja, wofür ich mich vielleicht noch entschuldigen sollte, ist, dass das Video nicht am Montag kommt oder am Sonntag, wie ursprünglich versprochen. Ja, Leute. Das ist jetzt nun mal so. Ich hoffe, ihr entschuldigt das und ihr wisst schon und so. Okay, Moment, kann ich hier kurz. War da was? Nee, okay, gut. Was? Moment, da war was. Hey. Geh wieder zurück. Ist da irgendwas? Dem. Das gerne kurz sehen. Ne, da ist nichts. Doch, da war eine rote Plattform, aber die ist mir egal. So. Weiter geht's. Dem Typen hier vorbei. Nicht unter ihm. Wir warten lieber. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Oh Gott. Okay. Da unten sind ein paar geheime Münzen. Die wollen wir aber nicht. Und wenn mich nicht alles irrt, sollten wir jetzt gleich hier vor Bowsers Füße treten. Und genau das tun wir. Oh Gott. Und ja, der sagt nicht mal was. Der heißt uns hier nicht willkommen oder irgendwie so. Oh Gott, mal lauf. Zack, den mit, bevor wir. Das wird jetzt zeitlich echt knapp. Oh shit. So. Okay. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch. Kompletten Mario Gamer Universum, der hier jetzt fast drauf gegangen ist. So, Bowser, so steht man sich endlich mal wieder Auge in Auge. Hahaha, du bist weit gekommen. Ja, genau das bin ich. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Waldall verteilen. Hey, das ist echt brutal. Ich muss sagen, dein Haar sieht echt schick aus. So, wie es hier rumflattert. Okay, so, einfaches Bowser-Prinzip. Der springt hier ein paar Mal durch die Gegend. Folgt uns. Und wenn er dann so springt, möchten wir ihn hier auf diese blauen Teile locken. Ja, super. Hier auf diese blauen Dinger. Dann brennt er erstmal schön. Und wir
hauen ihm ins Gesicht, hauen ihm ins... Ja, okay. Wenn er uns sieht, dann dreht er automatisch wieder um, weil er Angst hat. Zack! Okay, dann nochmal in die andere Richtung. In die andere Richtung. In die ja, super, der ist hängen geblieben. Mario, nochmal. Zack! Man muss den zweimal so treffen. Ich weiß nicht, warum ich gerade einfach außen rumgelaufen bin. Das war ziemlich unnötig. Okay. Weiter geht's. Gib mir die Sternteile, die brauchen. Okay. Mit jedem Treffer springt er einmal mehr. Spring. Zack. Jetzt springen wir selber in die Lava rein. Zum Glück aber nicht. So, jetzt. Das normal sollte das doch vorhin passieren, dass ich einmal hier auf die Stage drehe. Eine Münze. Und jetzt steht er auf. Magischerweise auf der Münze. Plus 1, 2, 3. Auch 1, 2 und zack, 3. Zack. Wunderbar. Okay, und das sollte der dritte und letzte Treffer sein. Nein, der sechste und letzte Treffer. Der siebte und letzte. Wow. Komm her. Gut. Und so zerstört man Bowser. Oh, Kopfweh, mein Freund. Ah, das ist mies gelaufen. Aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du, kannst mich aufhalten? was? Was? Hey, hey, hey. Teleportieren ist nicht fair. Nur diese Cheater hier. Aber hey, Leute, wir haben einen zweiten großen Stern. Einen dritten. Und den wollen wir auch direkt aufheben. Zack, ich wollte eigentlich jetzt einen coolen Seitwärtssprung machen. Das machen wir jetzt auch. Zack, drunter vorrennen und... Bam. Ja, sehr hallo, Mario. Zack, das da. Super, dann hätten wir den. Da, 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 da. Ja, meinen großen Stern erhalten. Wunderbar. Gut, dann bekommt diese ganze Plattform noch mal ein bisschen mehr Energie. Zack. Wunderbärchen. Und wir können in den nächsten Bereich. Du hast einen Stern erhalten. Bowser Sternfabrik. Kampf in Bowsers Festung. Galaxie komplett. Wunderbar. Neue Bestpunktzahl 8. Und ich habe ein paar Sternteile zurückgebracht und eine neue Galaxie entdeckt. Was denn noch alles? Oh, und da ist der Komet. Super. Dann würde ich sagen, holen wir uns den kurz. Oh, Rosalina, was hast du zu sagen? Ein großer Stern ist zurückgekehrt und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keinen Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sich bis zum fernsten Ort gebracht. Dem Zentrum des Universums. Wenn unsere Sternenkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Gut, wir möchten gerne speichern. Ja, warum nicht? So. Und ich würde gern checken, haben wir Post? Es läuft hier nicht immer dieser Post-Toad durch die Gegend. War der nicht hier irgendwo? Ich glaube, der läuft hier nur rum, wenn man Post hat. Naja, was soll's, Captain Toad ist auch irgendwie verschwunden. Naja. Wir lassen uns da nicht weiter stören und gehen auf da rein. Und dann treffen wir dich mal. Okay, was soll's. Da, 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 da. Gut, ich dachte jetzt, ich habe eigentlich ein paar Schwierigkeiten, um jetzt erstmal wieder ins Spielgeschehen reinzukommen, aber bei Mario ist das zum Glück nicht so. Risikokomete, dorthin fliegen. Moment, nur ein Risikokomet? Gab's hier nicht. Ah, nein, 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 okay, nein, nein. Ah, andere Sache. Andere Sache. Anflug auf Risikokomet. Okay. Risikokomet, die Bedrohung. So, jetzt müssen wir den Typen hier mit nur einem Energiepunkt besiegen. Der da oben durch die Gegend abspaced. Das Gute ist... Oh, kurz einmal gehen. Das Gute ist,
Wir starten direkt auf dieser Plattform und müssen uns hier nicht die Anstalten machen, um nochmal hier komplett hochzurennen. Okay, aber das hier sollte nicht allzu schwer werden. Denn ich meine, hey. Wir haben das ja auch beim ersten... Oh, Mario. Wir haben das... das ja auch beim ersten Mal geschafft. Ohne irgendwie Probleme zu haben. Hey, diese kleinen Viecher. Nein, arg. Nein, Mario, weg da. So. Zack. Jetzt zerstör dieses. Zerstör. Mario, was ist denn los? Danke. Okay, und ein letztes Mal noch. Zack. Und das war's. Wunderbar. Okay, das hat jetzt ein bisschen mehr Zeit in beansprucht, als ich gedacht hatte. Was soll's? Wir haben einen Stern erhalten. Und würden dann gerne mal weiter tun. Ja, wir wollten weiter tun. Gut, ist da noch ein Komet aufgetaucht? Das müssen wir auch kurz checken. Rosalinas Bilder. Oh, ja, Rosalinas Bilderbuch. Ich glaube, im Laufe des Spiels schaltet man ein paar Teile frei. Da kann man in der Bibliothek eine Geschichte lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die im Let's Play bringen werde. Einfach, weil ich zu voll bin, um das ganze Ding da vorzulesen. Okay, und wir sind jetzt mal ein bisschen cool und kürzen ab. Nein, wir kürzen nicht ab. Wir sind sozial und laufen nochmal den kompletten Weg, einfach nur um die Paarzeit etwas zu verlängern. Ach, da ist der Typi. Der da. Ich treffe den nicht mal. Zack. Ha. Hast du Post für mich? Mario, ich bin's, der Briefträger. Warte noch ein bisschen, bis Briefe kommen. Oh ja, super. Nicht mal Post haben wir. Da. Okay, ja, hier in der Bibliothek kann man das dann alles lesen. Das interessiert uns aber nicht. So, rechts lang könnte ich ein extra Leben bekommen, will ich aber nicht. Gehen einfach hier außen rum und gehen in die Küche, wie es scheint. Und holen uns den letzten Stern für diesen Part. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibe zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Ah, was, wie habe ich denen denn gesprochen? Habe ich total vergessen. Okay. So, Oh Gott, was ist denn los mit mir? Ziemlich oft gehen muss ich jetzt. Da wir nur einen Stern in diesem Part holen müssen, oder noch, mache ich diese Testblase hier. Das ist cool. Das ist genauso mit dieser Testkugel und dem Testsurfen. Von der großen Blase geschüttelt. Das klingt ziemlich falsch. Nach meiner Meinung. Okay, was soll's. Hier ist auch Captain Toad. Sind hier abgestürzt. Juhu. Sternteile? Nee, nichts. Okay. So, in diese Brühe da möchten wir nicht rein. Das killt uns instant. So, was hast du mir zu sagen? Unser Pilzschiff musste hier notlanden. Das sieht mir aus wie unser Pilzschiff ist hier abgestürzt. Okay, ja. Da keine Lust mit euch ganzen Toads zu reden. Ihr seid nämlich langweilig. Ich bin herzlos. So, okay. Aha, da sind diese schönen Blubberblasen. Und die steuert mich folgt. Oh, ich wollte dich umgehen. Hey, wenn du eine große Blase reiten willst, dann hör besser zu, was Schildbürger dir zu sagen hat. Wenn du in einer großen Blase bist, drücke A. Damit bläst du die Luft aus dem Sternzeiger. Mit dieser Luft kannst du die große Blase von der Seite bewegen. Du musst vorsichtig sein, aber es wird schon schief gehen. Okay, so, das wollte ich nämlich gerade erklären. Wir haben jetzt den Cursor und sobald ich A drücke, pusten wir uns hier durch die Gegend. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir explodieren, sobald wir gegen eine Wand fahren. Nee, tun wir nicht, okay. Aber sobald wir gegen diese Teile fahren, explodieren wir. Unser Ziel ist es jetzt, hier ein paar Sachen zu finden. Am besten gehen wir hier erstmal direkt in die Mitte. Was uns nichts bringt. Okay, dann folgen wir mal hier dem Teil. Aha. Zack. Hey. Nein, hey. Die. So eine Münze will ich noch. Okay, ich dachte, es gibt noch was Tolles dafür. Habe ich mich geirrt. Okay, da hinten ist noch so eine Blase. Okay. Das läuft bis jetzt ganz gut. Es fehlt noch. Oh Gott. Ein Teil. Es ist da hinten. Gut, dafür möchte ich jetzt nicht drauf gehen. Perfekt. Und jetzt ab in die Mitte. Ja, war klar.
Okay, langsam, Mario, langsam. Okay, das lief bis jetzt einfach als erwartet. Das ist irgendwie schwer in Erinnerung. Mann, was war ich als Kind echt so schlecht? Ich meine, das ist jetzt hier ziemlich einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bloß nicht übermütig werden, Alter. Bloß nicht übermütig werden. Okay, hey. Ich hoffe, die Blase kann nicht zerquetscht werden. Spirale. Hey, nimm die Spirale mit. So, es sind ein paar einfach bediente Sternteile. Die hätte ich gerne alle. Gut. Und gleich geht's weiter. Okay. Da, da, da. Hey, hey. Okay. Ah! Oh Gott, ja, wir gehen hier den sicheren Weg entlang. Und wir sind durch, oder? Oder? Nein, nein, wir... Hallo, hallo, Mario? Wie kommst du hier raus? Da muss ich dich kaputt schießen. Hallo? Vorhin ging das durch Schütteln, jetzt irgendwie nicht. Keine Ahnung, wieso. Oh Gott, beeil dich. Gut. Okay. Okay, Moment. Was ist jetzt das hier? Wo war der Sinn? War der Weg auch vorher da? Das weiß ich jetzt nicht. Na klar, für dieses extra Leben opfer ich mich jetzt auch. Niemals, mein Freund. Niemals. Oh Gott, ich höre den Stern. Lass mich hier durch. Oh Gott. Oh Gott. Bloß nicht übermütig werden. Ganz langsam und sachte, Alter. Okay. Das war's, Leute. Wir haben den Stern. Das war jetzt echt ziemlich einfach. Ich habe mir jetzt nur irgendwie echt viel Panik gemacht. Was ich irgendwie nicht mehr verstehe, nachdem ich jetzt diesen Stern hier habe. Naja, was soll's. Das war es für heute, meine Freunde. Eine große Blase geschüttelt. Wunderbar. Galaxie komplett. Neue Bestpunktzahl. Passt. Okay, ja. Bilderbuch. Wunderbar. Speichern. Yep. Okay. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das für diesen Part. Tut mir echt leid für diese lange Pause nochmal. Und ja, es geht ab jetzt wieder normal weiter. Das war's heute. Mein Name ist Vitus und wir hören uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao.